Da bin ich. Herzlich willkommen zur Preisverleihung. Herzlich willkommen bei ID Neuland und unserem hervorragenden Nachwuchswettbewerb für junge Gestalter. An alle Preisträger meinen herzlichen Glückwunsch. Es müssten eigentlich alle heute dabei sein. Und fasse mich jetzt auch kurz. Der Frank Heinlein übernimmt den nächsten Part und begleitet uns auch heute mit mir durch die Preisverleihung. Peter, nächste Folie bitte. Liebe Silvia, vielen Dank für die Einführung und für die Begrüßung. Ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat, nicht nur mit der Preisverleihung, sondern auch überhaupt mit unserem Nachwuchswettbewerb. Das war ja alles andere als sicher. Die Danksagung kommt ja noch von dir, die offizielle, durch seitens des Vereins, aber trotzdem auch schon an dieser Stelle vor allem von meiner Seite und auch von Professor Sobeck die besten Grüße und herzlichen Dank an Frau Dr. Schlecht für die lange Unterstützung seit vielen Jahren, die tolle Zusammenarbeit auch mit ihrer Stiftung. Es ist wirklich ganz hervorragend. Und vielleicht das möchte ich aber noch kurz sagen, Silvia, dass wir jetzt überhaupt digital zusammensitzen und dass das Ganze so gut funktioniert hat, ist ja nur der Tatsache zuzuschreiben, dass du die Intuition hattest schon vor Corona, dass wir den gesamten Wettbewerb rein digital machen, rein online. Also ich muss sagen, Chapeau. Das war wirklich eine sehr, sehr gute Witterung. Und insofern übergebe ich jetzt erstmal wieder an dich. Wir kommen ja dann noch im weiteren Verlauf des Abends auf die anderen Punkte zu sprechen. Du wolltest ja noch einige Dankesworte sprechen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Peter, die nächste Folie bitte. Na, das... Macht nichts, aber sie muss sich noch etwas gedulden, die Frau Schlecht. Und zwar möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich vor allem bei meinen ID-Kollegen zu bedanken. Allen voran natürlich dir, Frank, und Candida Ellen, die mich tatkräftig unterstützt haben, weil sowas macht viel Arbeit, auch wenn es jetzt sehr einfach aussieht. Danke auch an die Petra Kideisch, an Dr. Petra Kideisch und an Frank Seeger, unseren Finanzvorstand. Wenn es irgendwo ein Rat braucht, dort bin ich immer an der richtigen Stelle. Also das ist mir sehr wichtig. Ist, darf der Frank noch was sagen? Ja, also es gibt ganz, ganz viele Personen, die bei so einem Wettbewerb mitwirken. Nicht nur die Förderer, sondern auch die, die im Hintergrund wirken, die man in der Regel nicht sieht, aber mit denen eigentlich jeder der Einreichenden zu tun gehabt hat. Die Candida Ellen leitet ja nicht nur seit vielen Jahren unsere Geschäftsstelle und kümmert sich um alles Organisatorische, sondern hat auch wieder diesen Wettbewerb ganz hervorragend betreut. Also, dass alle Einreichenden Antwort bekommen, dass Rückfragen beantwortet werden, dass die Unterlagen aufbereitet werden. Und das bei 500 Einreichungen, wirklich Respekt und ganz herzlichen Dank an Candida, dass sie das wirklich so seit so vielen Jahren so souverän macht. Und wir haben aber nicht nur Candida, es gibt ja auch heute unser Mann für die Technik. Silvia, du stellst ihn. Ja, und da kommt jetzt Peter Scherer ins Spiel, unser Mann im Studio. Peter hat die neue Website ID Neuland gestaltet, die wir extra jetzt installiert haben. Lief früher über ID Stuttgart, aber da wir ja planen, noch viele Wettbewerbe zu machen, wird sich diese Webseite wirklich lohnen. Er hat sich viel Arbeit damit gemacht. Das Basis Corporate Design, das ist nach wie vor von Büro Übele. Andreas Übele, auch als Gründungsmitglied des AED, ist immer mit helfender Hand beiseite. Und ich finde, all die Farben, die ihr seht, die Schrift, die ihr seht, das AED-Logo, das ist von Andreas Übele und seinem Büro. Dazu gibt es noch Anmeldetools, Peter Scherer. Dazu gibt es noch die Aufbereitung für die Jury, damit die wirklich gut durch die Projekte durchkommen. Dazu gibt es noch Zoom-Tage, nicht nur diese, sondern auch die Jury-Tage, viele Besprechungen per Zoom. Auch dafür hat Peter gesorgt. Die Signes, die Urkunden und natürlich die heutige Präsentation, an der wir gefeilt haben. Also lieber Peter, ohne dich und Candida kann ich nicht leben. Vielen herzlichen Dank.
Ganz kurz sollten wir auch noch erwähnen, Silvia Heike Behring von Behring Kopal, unsere Presseagentur, die uns auch seit vielen Jahren ehrenamtlich begleitet und auch für diesen Wettbewerb natürlich Pressearbeit gemacht hat, auch die weiteren Aussendungen über die Gewinner in die Welt bringen wird. Vielen Dank dafür an Heike, die ja heute Abend auch dabei ist, und die Agentur Ansel Möllers, die einen ganz tollen Film erstellt hat. Das kann man jetzt schon auch ankündigen, dass wir am Schluss der Preisverleihung noch mal ein kurzes Video von circa 3 Minuten Dauer haben, wo Preisträger zu Wort kommen, wo die Silvia Olb auch noch mal was zum Wettbewerb sagt. Und Frau Schlecht ist auch im Film vertreten. Und dieser Film wird dann natürlich auch online zu sehen sein und wird uns hoffentlich auch noch in den kommenden Monaten und Jahren begleiten und Informationen über diesen Wettbewerb weiter verbreiten. Also freue mich auch sehr, war wirklich toll, dass das so spontan ja, in so kurzer Zeit wirklich ist. Spontan ist das richtige Wort für diesen Film. Mhm. Ja, und jetzt, das kommt eigentlich das ganz, 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 ganz große Dankeschön an die Karl-Schlecht-Stiftung. Ohne ihre Förderung gäbe es keinen ID-Neuland-Wettbewerb und schon gar keine Preisverleihung. Ein tolles Team, alle immer an meiner Seite. Ich finde es großartig, wie sie mit mir mitgehen, schon seit 2013. Und heute auch alle unter uns sind, die ich jetzt gesehen habe. Ja, ich glaube alle, die ich so, mit denen ich zu tun habe. Allen voran natürlich Frau Dr. Schlecht. Ich würde jetzt gerne an Sie übergeben für ein paar Grußworte. Und Sie dürfen jetzt gerne Ihr Mikro freischalten. Und freue mich wirklich sehr, Sie bei uns im Team zu haben. Vielen Dank. Danke, Frau Olb. Ich freue mich immer wieder besonders, wenn ich an diesem ID Neuland Preisverleihungstag teilnehmen darf. Es ist immer wieder total begeistert, was tolle Einreichungen immer vorhanden sind. Tolle Preisträger und liebe Studierende, also das ist wirklich super, was ihr hier schon leistet im Studium und so vielfältig. Ja, also ich danke sehr herzlich dem AED-Team und ich muss auch wirklich immer wieder bewundernd sagen, dass sie das alle ja ehrenamtlich machen. Und wenn ich die Zahlen des AED-Neuland-Wettbewerbs sehe, wie die durch die Decke geschossen sind, dann kann ich mir schon vorstellen, die Vorauswahl allein, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Und ja, also wirklich Chapeau. Und ich freue mich jetzt auf die Preisverleihung. Danke, Frau Dr. Schlecht. Ganz toll. Ich erinnere mich immer noch gerne an unsere erste Begegnung im Kunstmuseum Stuttgart über Ihre Spontanität und die Begeisterung für unseren Wettbewerb. Ja, bleibt auch wirklich immer. Wirklich toll geworden. Ja, ja. So, natürlich haben wir weitere Förderer. Da gibt es jetzt auch noch einen Chart dazu. Hier möchte ich mich vor allem bei den Fachmedien bedanken, bei der AIT, bei der Form, bei der Plot, bei MD, German Architects. Alle haben unseren Wettbewerb großartig angekündigt. Und natürlich Verbände und Organisationen, Design Center Baden-Württemberg, Rat für Formgebung. Und wie gesagt, Büro Überle, Raumprobe, sind wir immer zu Gast. Burkhard Leitner, dort ist auch unser ID Office. Und natürlich AV Edition, Petra Kideisch. Auch sie unterstützt uns sehr stark hier. Und Werner Sobeck stellt seinen Frank Heinlein regelmäßig für unsere Arbeit frei. Dafür schon mal vielen Dank. Ehrenamt macht immer Spaß. Ja, ja. Uns macht es Spaß, Frank. Gell? Noch von vielen Jahren. Ich habe dir 3 Paar. Oh, das ist ja toll. Gut, da ist jetzt jemand, der sein Mikro nicht stumm geschaltet hat. Vielleicht diejenigen, die keinen Part haben, keinen aktiven, werden so nett, einfach darauf zu achten, dass ihr Mikro stumm geschaltet ist. Das wäre ganz super. Silvia, vielen Dank für die Überleitung. Wir kommen jetzt, nachdem wir die Förderung vorgestellt haben, zur Jury. Lieber Peter, du schaltest bitte weiter. Denn es braucht ja auch Personen, die etwas, die entscheiden, wer erhält denn eigentlich den Preis. Und die 508 Arbeiten, die eingereicht worden sind, sich natürlich anschauen müssen, alle, die dann diskutieren müssen, was ist denn jetzt der Gold, was ist der Silberpreisträger, wer bekommt eine Anerkennung. Und das Ganze dauert
einen ganzen Tag eine Diskussion und erfordert auch ziemlich viel Vorarbeit. Insofern ganz herzlichen Dank an alle Juroren. Vielleicht, Peter, gehst du noch mal kurz zurück zu der Seite, wo die Namen genannt sind, bitte. Ich möchte nur auch darauf hinweisen, das können jetzt nicht alle Juroren dabei sein, aber zumindest, also wer mal ein bisschen spiegeln möchte bei den Teilnehmern, die heute dabei sind, man kann ja die kleinen Bildschirme immer weiter runter und dann nach oben scrollen. Also Olaf Barski, unser Jury-Sprecher, wird gleich noch was sagen, aber auch Dina Gallo, Ben Kaufmann, Moritz Kemper, Petra Kiedaisch, Johanna Nevis-Pimenta, Peter Scherer sowieso, Frau Schlecht, Petra Stephan und Ben Kaufmann haben sich für heute Abend angemeldet. Also einfach mal gucken, sind die da auch zu sehen? Wie sehen die eigentlich aus? Man kann die Leute ja auch, wenn man möchte, natürlich immer direkt auch per Chat anschreiben. Die Möglichkeit gibt es ja auch bei Zoom. Also insofern vielen lieben Dank an alle hier Anwesenden, ebenso an die nicht anwesenden Juroren, dass sie sich die Zeit genommen haben, für uns bei diesem Wettbewerb mitzuwirken. Und vielleicht kann Olaf Barski als Jury-Sprecher, der nachher ja auch noch einiges zu einigen Arbeiten sagen wird, auch noch mal ganz kurz berichten, wie war denn eigentlich so die Juryarbeit? Wie hast du das erlebt und was willst du uns und den Teilnehmern der Veranstaltung mitgeben, lieber Olaf? Also unvorbereitet kann ich einfach mal sagen, super Jury, super Vorbereitung. Es bringt unheimlich Spaß, auch mal rauszukommen aus seinem Alltag und im Grunde wirklich mal tief einzusteigen in den Nachwuchs, der uns ja alle irgendwann mal ersetzen soll, und zu gucken, was ist da für eine Qualität auch interdisziplinär, also fachübergreifend. Und ich treffe die Kollegen, Gestalterkollegen, Architekten und Designer immer super gerne. Und für mich ist das auch ganz persönlich eine extrem inspirierende Arbeit. Also einerseits durch die Beiträge, die eingeschickt werden und die wir uns da ja eine Woche vorher angucken konnten. Das erzähle ich gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Aber auch diese Diskussion, natürlich hat jedes Jurymitglied durch seine eigene Sichtweise, eigene Kriterien, und das dann konträr zu diskutieren, ist unheimlich erfrischend und bringt uns auch immer weiter, weil Lernen heißt ja für junge Leute lernen, aber das heißt für ältere Leute auch lernen. Und ich finde, es hört nie auf und das kann man ja auch überall mitkriegen. Und das ist immer hoch inspirierend. Insgesamt vorweg, bevor ich es vergesse, ein großes Lob an alle Veranstalter, an die Veranstalter, weil es war super vorbereitet. Wir mussten ja jetzt durch die Pandemie und digitale Juryarbeit auch einiges erstmal lernen. Also wie gehen wir damit um? Wir haben ja gehört, über 500 Einreichungen. Das war gut, super vorbereitet. Wir brauchten Listen für all die einzelnen Fachbereiche. Wir brauchten gute Übersichten und das war echt eine Top-Organisation. Digital, naja, wir waren natürlich alle schon ein bisschen geübt oder ein bisschen besser als früher, aber ich kann nur sagen, so macht Jury Spaß. Es ging reibungslos und hat echt Freude gebracht und auch die Witze kamen nicht zu kurz. Zum Glück hatten wir in den verschiedenen Jurys schon eine Woche vorher genügend Zeit, alles in Ruhe durchzusehen und zu verstehen. Die Jurymitglieder konnten sich wirklich gut vorbereiten, weil wir hatten über 500 Einreichungen insgesamt und man kann sich natürlich vorstellen, 100 Arbeiten an einem Tag jetzt pro Fachbereich durchschnittlich durchzugucken, das ist kaum zu schaffen. Jedes Jurymitglied hat natürlich auch den Anspruch, die Sachen richtig zu verstehen, auch um den Arbeiten und den Studierenden da gerecht zu werden und zu sagen, okay, also manche Themen, das werden wir nachher auch sehen, sind nicht so ganz locker nachzuvollziehen. Man muss sich reindenken, reinversetzen. Nicht jedes Jurymitglied ist in jedem Entwurf zu Hause und sagt, ja, habe ich auch schon mal gemacht, sondern es gibt unheimlich viele neue Themen. Und da war diese eine Woche Vorbereitung extrem gut. Wir hatten ja über 500 Einreichungen. Das war 2021 das absolute Rekordjahr. Wir haben am Tag der Jury natürlich alles gesichtet nochmal, sind das gemeinsam durchgegangen, haben rumsortiert, diskutiert. Wir haben dann im Team gemeinsam Gold, Silber und Anerkennung bestimmt und haben, das werden wir auch nachher sehen, über 50 Awards vergeben. Das ist nicht immer leicht. Also wo zieht man die Grenze? Tolle Arbeiten in allen Disziplinen, großartige, auch Gruppenarbeiten werden wir auch nachher sehen. Auch große Gruppen können gut zusammenarbeiten. Und das Ganze international aus der ganzen Welt, Einreichung ist natürlich für den ARD und Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa. Man kann das einfach mal so ein bisschen größer sehen, ist für uns auch immer toll.
dass wir mittlerweile so eine riesen Resonanz haben und jetzt finden. Und dann abschließend wollte ich sagen, also wir haben ja diese hochschulfreie Zeit. Viele haben jetzt letztes Jahr gar nicht mehr an der Hochschule verbracht, nur den Anfang des Jahres. Und wir haben gemerkt, dass auch die Vorbereitung für solche Wettbewerbe natürlich eine extrem gute Übung ist. Also die Dinge aufzubereiten zum Beispiel, das kann ich jetzt als alter Hase auch mitgeben, die Arbeiten für einen Wettbewerb aufzubereiten, zu organisieren und zu präsentieren, sodass das allgemein auch von Leuten verstanden wird, denen man nicht begegnet. Also das ist ja für die Studierenden dann auch eine relativ stumme Angelegenheit. Na, man schickt es weg und dann ist es weg und dann muss man sehen, ob das verstanden wird. Und das war für uns auch zu sehen, dass sich da viele, viele unheimlich viel Arbeit gemacht haben. Und wirklich Glückwunsch auch an die Leute, die heute nicht hier sind und die leider vielleicht dann nicht eine Anerkennung gekriegt haben. Das ist immer ein Kampf. Wir müssen ja sagen, irgendwann ist der Cut. Und ich glaube, dass insgesamt solche Wettbewerbe, das ist so meine persönliche Erfahrung und auch, was ich in der Jury diskutiert habe, es ist für Studierende immer gut, da so einen Einstieg ins Berufsleben zu finden und zu sagen, ich muss mich hier präsentieren, ich muss mich später präsentieren und da so einen guten Weg für sich irgendwie rüberzubringen. Das ist eine tolle Übung und wir haben das auch festgestellt, dass das bei vielen, vielen Arbeiten sehr, sehr gut gelungen ist. Zurück an Frank und Silvia. Ja, also was kommt jetzt? Ich habe deinen Worten so gelauscht, bin ganz hin und weg. Vielen Dank, lieber Olaf. Silvia, du wolltest etwas noch zu den Urkunden sagen. Vielleicht kann Peter mal... Ja, da gibt es noch einen Chart dazu, genau. Also jetzt hieß es, die Jury hat entschieden. Jetzt haben wir aufbereitet, Briefe geschrieben. Peter Scherer hat die Urkunden für die 50 Projekte gemacht. Aber am Ende waren es 164 Urkunden, weil jeder Student oder jeder Studierende, so muss ich sagen, bekommt eine Urkunde. Und das zusammenzuhalten, das gemeinsam mit Ben Kaufmann zu unterschreiben, dann noch ganz toll ein Buch von AV Edition, danke liebe Petra, an die Verlegerin. Jeder der 164 hat ein Buch bekommen vom Verlag, zum Weiterbilden, sage ich jetzt mal. Und wir haben es verpackt in unserem AED-Office bei Burkhard Leitner in den Räumen. Und Friedemann Rühle, ein ganz treuer Mitarbeiter, auch beim AED oder Mitarbeiter, Ehrenämtler, so muss ich sagen, hat uns da schwer geholfen. Wir saßen immerhin einen ganzen Tag dran, um das alles auf die Beine zu stellen. Also hier nochmal Unterstützung, Verpackung zur Post bringen. Das macht Arbeit. Vielen Dank. Und jetzt, lieber Frank, darf es quasi das ist komplett der Startschuss. An dich übergeben. Das ist der Startschuss. Vielen Dank, Silvia. Ja. Genug der Danksagung jetzt damit, aber jetzt geht es mal ans Eingemachte. Jetzt kommen nämlich die Preisträger dran. Vielleicht, Peter, wenn du mal diese ersten Folien, wo man die alle Preisträger, die uns ein Selfie geschickt hat, sehen kann, wenn du das vielleicht einfach mehrmals hin vor- und zurücklaufen lassen könntest, damit alle Anwesenden mal sehen, was sind das für Gesichter, was sind das für Personen, die da mitgewirkt haben. Vielleicht einfach zur Information, wie ist jetzt der weitere Verlauf des Abends, was haben wir uns gedacht? Wir haben gesagt, natürlich würden wir eigentlich gerne allen, die eine Auszeichnung erhalten haben, eine Plattform bieten. Es sind wirklich alle Arbeiten sind wirklich toll, sind gut. Und wir bedauern sehr, dass wir jetzt aufgrund der Kürze der Zeit jetzt nicht allen eine Plattform bieten können. Wir haben die Website aed-neuland.de, Silvia hat es ja schon erwähnt, auf der alle vorgestellt werden. Mit Selfie, mit Jury-Statement, mit Autoren-Statement, wo es Bilder gibt von den Arbeiten. Und dort sind sowohl diejenigen, die eine Gold-Auszeichnung erhalten, als auch diejenigen, die eine Silber-Auszeichnung erhalten und diejenigen, die eine Anerkennung erhalten, sind alle dort erwähnt. Heute Abend werden wir die Silberpreisträger ganz kurz, jeweils mit einem Bild und ein, zwei Sätzen hier vorstellen und dann den Goldpreisträgern, das sind ja immerhin fünf aus den fünf unterschiedlichen Kategorien, jeweils die Möglichkeit geben, ihre Arbeiten selbst vorzustellen. Wir bitten um Entschuldigung, dass jetzt nicht alle drankommen und dass wir auch nicht alle namentlich nennen können. Aber ihr könnt uns glauben, wir haben uns viel Mühe gemacht, wir haben uns mit den Arbeiten wirklich intensiv auseinandergesetzt und auf der hervorragenden Aufgabe, den Websites, sind sie, wie gesagt, alle zu sehen.
So, lieber Peter, ich würde dann gerne mal zum Bereich Architektur und Engineering kommen, wenn du da mal draufschalten könntest. Wie gesagt, gehen wir zuerst die Silberpreisträger durch. Diejenigen, die eine Anerkennung erhalten haben, werden auf der Website vorgestellt. Ich möchte hier vielleicht nur aus dem Bereich Architektur und Engineering kurz eine Gruppe erwähnen, die eine Anerkennung erhalten hat, The Global Experience. Ich weiß nicht, ob der Preisträger Tanat Patnadi anwesend ist, aber fanden wir wirklich toll. Er ist ein sehr junger Studierender, der hier also mehrere interessante Arbeiten eingereicht hat und möchte nur auch wirklich erwähnen, deshalb, wir fanden es wirklich toll, dass A, er jung ist, B, dass es wirklich auch eine internationale Einreichung war, die hier eine Anerkennung bekommen hat. Peter, gehen wir doch mal weiter zur ersten Silber-Auszeichnung, bitte. Kurze Frage, Frank. Ist da immer Verzögerung? Dauert es immer ein bisschen? Bis sich alles bewegt. Wie gesagt, die wesentlichen Daten sind hier ja immer schon auf dieser Folie genannt. Man sieht auch ein Bild der jeweiligen Preisträger. Deshalb hier nur kurz der Hinweis, was uns besonders gut daran gefallen hat, ist die Auseinandersetzung mit Bestandsgebäuden. Wie kann man die erweitern, weiter nutzen und wie kann man vor allem auch Materialien rezyklieren, wie können wir unsere Städte so bauen und gestalten, dass sie tatsächlich die urbanen Minen von morgen sein können. Also ja. Sehr aktuelles Thema, wirklich hat uns sehr gut gefallen. Peter, bitte gleich weiter. Das nächste Projekt, das eine Silberauszeichnung bekommen hat im Bereich Architektur und Engineering, ist ein Kindergarten in Kambodscha, wenn ich mich recht entsinne, der auch viel mit lokalen Materialien arbeitet, der versucht in der Architektur, in der Formgebung auch auf die klimatischen Bedingungen einzugehen. Sehr, sehr schöne Arbeit, sehr poetisch. Auch hier eine internationale Dimension. Und übrigens auch vom gleichen Lehrstuhl am KIT Karlsruhe. Also Silvia, du merkst, Karlsruhe macht Stuttgart gute Konkurrenz, aber wir hatten immer gute Einreichungen auch aus Karlsruhe, das muss man sagen. Ja, absolut. Peter, gehen wir weiter, bitte. Die dritte Arbeit, die eine Silberauszeichnung erhält, der Pionier 2070. Ja, was hier auch eine Auseinandersetzung mit Bestandsgebäuden. Wie kann man sie architektonisch aufwerten? Fanden wir sehr interessant, wie das Thema auch mit bestehender Architektur, wie das viele Studierende auch beschäftigt und es nicht nur darum geht, jetzt flashy Designs zu machen, die glitzern und blinken und eine tolle Geometrie haben, sondern wirklich auch immer auch gesellschaftliche, ökologische Fragestellungen immer ganz stark mitbehandelt worden. Peter, wir haben noch eine Silberarbeit. Und zwar hier auch wieder internationale Einreichung aus Taiwan. Ich glaube, so exotisch waren wir bisher noch nie, Silvia, in unseren Silber. Nein, Taiwan war noch nicht dabei. Preisen. Also wirklich toll. Wind Digester, ein Hochhaus, das über seine Fassade aus Windenergie erzeugt. Wirklich sehr schön. Falls es uns gelingt, den Wettbewerb in 2 Jahren nochmal durchzuführen, bin ich mal gespannt, wo dann die weiteste Einreichung herkommt. Also sehr viel weiter geht es eigentlich gar nicht mehr. Australien oder Neuseeland sind da sicher noch gute Kandidaten. Die fehlen uns bislang. Und jetzt, lieber Peter, schaltest du bitte weiter, denn jetzt, tada, kommt schon die Gold-Auszeichnung in der Kategorie Architektur und Engineering. Bitte einfach gleich weiterschalten. Wir haben immer eine gewisse Verzögerung. Deshalb gleich weitermachen. Und ich sage gar nicht viel über dieses Projekt. Vielleicht einfach schaltest du gleich nochmal weiter. Was uns wirklich besonders auch beeindruckt hat, es war eine sehr große Gruppe von Studierenden, die diese Arbeit eingereicht hat. Und ich fand auch schön, Professor Blair fragte uns, es war relativ kurz vor Einreichschluss, ob wir uns denn überhaupt vorstellen könnten, so eine Arbeit auch anzunehmen, ob die denn überhaupt reinpassen würde, denn sie würde so zwischen allen Stühlen sitzen. Und
wir haben uns das angeguckt und gesagt, es ist ja wunderbar, dass hier so viele Disziplinen zusammenkommen und betrachtet werden. Also wirklich tolle Leistung, auch in Corona-Zeiten, alles online, alles digital zu machen. Aber ich will gar nicht lange weiter über diese Arbeit und die Gruppe sprechen, weil ich bitte diejenigen, die die Arbeit präsentieren werden, da muss ich kurz gucken, das ist, glaube ich, Thomas Oppmann und Lale Ackmann, wenn ich das richtig hier auf meinem Spickzettel ablese, bitte ich die beiden, die Präsentation zu übernehmen, sich die Stummschaltung aufzuheben und dann die Folien, die Peter Scherer weiterklicken wird, zu kommentieren. Hallo. Ich weiß nicht, sind alle Folien drin oder geht's hier los? Wir haben die Folien reingenommen. Es sollten, glaube ich, maximal 10 Folien sein. Kanita kann uns das besser sagen, aber eigentlich haben wir alles übernommen. Die Bitte wäre halt, möglichst zügig durchzuführen und nochmal ganz kurz zu erläutern, was hat eure Gruppe gemacht und was ist das Besondere an eurer Arbeit? Man kann es, wie gesagt, ja auf der Website nochmal im Detail nachlesen. Ja, klar, sehr gerne. Guten Abend. Also stellvertretend für die gesamte Projektgruppe, wie Sie gerade schon gesagt haben, werden heute Thomas Oppmann und ich, Lale Ackmann, einen kurzen Überblick eben nochmal über das Projekt geben. Wir haben uns ein Semester lang mit dem Rätsel von Unterregenbach beschäftigt und ein gemeinsames gesamtheitliches Projekt eben entwickelt, welches Stadtplanung und auch Architektur, Ausstellungs- und Innenarchitektur als auch Kommunikation und Besuchermanagement umfasst. Genau. Und wegen der Corona-Pandemie waren wir als 14-köpfiges Team eben begleitet von Katharina Körber und Professor Lars-Uwe Bleer, wie Sie eben auch gerade erwähnt hatten, nur remote zusammen und haben eben die Grundlagen erarbeitet und uns dann auch aufgeteilt in verschiedene Expertisengebiete. So war es dann halt eben auch für Innenarchitekten und Architekten möglich, fachübergreifend auch Erfahrungen für verschiedene Themenbereiche zu sammeln. Genau. Unser Ziel war es dabei, Unterregenbach als Ort in archäologischen Interesses wieder in den Fokus zu rücken und die Faszination Archäologie zu vermitteln. Und in dem Kurs gab es noch einen projektintegrierten Computerkurs, der mit verschiedenen Tools auch dafür gesorgt hat, dass man ein Gefühl für den Ort bekommt, weil wir ja nicht anwesend sein konnten aufgrund der Lage. Genau. Thomas würde dann hier übernehmen. Genau, also wir haben halt dann verschiedene Konzepte für das Projekt entwickelt. Wir haben beispielsweise verschiedene Museumskonzepte entwickelt, wie eben schon in den Folien gezeigt wurde. Manche Museen haben alte Gebäude wieder reaktiviert, andere Museen haben mehrere Gebäude miteinander verbunden. Andere Projekte haben dann beispielsweise die historischen Grundmauern der alten Basilika, die wieder ausgegraben wurde, reaktiviert und mit einer Festivalinszenierung untermauert. Dann, wie eben auch schon gesehen wurde, gibt es eine erhaltene Krypta, wie hier auf der Folie zu sehen. Diese wurde dann mit Projektionen inszeniert, medial unterstützt, und das Ganze wurde dann auch noch mit Hintergrundmusik hinterlegt, um einfach den Bestand nicht anzugreifen. Und genau wie hier jetzt auf der letzten Folie zu sehen, wollten wir mit diesem Projekt einfach schaffen, dass wir der Öffentlichkeit Impulse geben und Anregungen zur Reaktivierung Unterregenbachs. Und erste Reaktionen konnten wir bereits auch schon durch verschiedene Zeitungsartikel, die auf uns aufmerksam gemacht haben, erreichen, und haben uns jetzt auch sehr gefreut, das gute Feedback von Ihnen zu bekommen, und möchten uns im Namen des ganzen Projektteams nochmal herzlich bedanken. Dankeschön. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank. Super knackige Präsentation für ein komplexes Thema. Silvia hat mich mehrmals darauf hingewiesen, ich darf nicht vergessen zu erwähnen, dass das Preisgeld in Höhe von 2000 Euro pro Kategorie für den Goldgewinner natürlich schon überwiesen ist, Silvia. Das hast du gestern Abend, glaube ich, gemacht. Ja, das habe ich gestern gemacht, dass es heute auf dem Konto ist. So. Spätestens morgen, ne? Also insofern... Zur Freude über die Urkunde und über die Auszeichnung kommt auch eine kleine Summe, die natürlich klar bei so vielen Teilnehmern dann aufgeteilt werden muss. Aber trotzdem wird sie euch hoffentlich nützen.
Und wir sind sehr gespannt, wie sich dieses Projekt weiterentwickelt. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Vielleicht das noch als letztes Wort aus der Jury-Sitzung. Es wurde natürlich auch diskutiert, eigentlich kein klassisches Architekturprojekt. Ist das jetzt richtig, das hier bei Architecture and Engineering auszuzeichnen oder ist es eher Exhibition Design? Wurde kontrovers diskutiert. Wir haben uns dann aber letztendlich ganz bewusst für den Bereich Architektur entschieden. So. Das war schon unsere erste Kategorie. Wir gehen mal bitte weiter, Peter. Und kommen zum Thema Exhibition Design. Hier gibt es auch eine Arbeit, die eine Anerkennung bekommen hat, die wir jetzt hier nicht vorstellen, aber die ich trotzdem einfach namentlich erwähnen möchte. Hanna Schulz und andere haben Convertible Spaces and Spatial Strategies gemacht und das war eine Arbeit mit sehr, sehr vielen Teilnehmern und insofern fanden wir es wirklich toll, dass es wirklich diese Gruppenarbeiten auch gab und A, sind die nicht leicht durchzuführen, B, dann muss ja auch jemand das in die Hand nehmen, die einzureichen und so weiter. Also insofern stellvertretend für viele andere, die hier nicht namentlich genannt werden, danke für euer Engagement. Die erste Silberauszeichnung im Bereich Exhibition Design. Olaf, wenn du auch gerne was sagen möchtest, immer gerne einspringen. Ein Messestand, der mit ganz reduzierten Mitteln arbeitet. Auch hier eine relativ große Gruppe, auch sehr viele unterschiedliche Medien, Technologien, Fragestellungen, die bearbeitet wurden. Ja. Ich finde ja besonders spannend tatsächlich an dem Projekt, dass man analoge und digitale Techniken hier versucht zu verbinden. Und das ist ein super Ergebnis, weil ich habe gestern gerade so über Kochen nachgedacht und dann gibt es da so Themen, dass man wieder ein Messer in die Hand nimmt. Und wir sehen ja hier auch Tische und also und Projektion, dass das irgendwie dann doch wieder wichtiger wird, ne? Also wenn ich jetzt so ein bisschen zurückschaue, dann hat man versucht, früher alles irgendwie digital hinzukriegen und jetzt geht es allmählich so auch wieder, dass solche Themen wie dieser Tisch, da geht es dann um Materialitäten und Echtholz und solche Dinge, dass man solche Dinge vermischt mit digitalen Techniken, das ist super spannend. Mhm. Vielen Dank, Peter. Nächste Folie, bitte. Die nächste Arbeit, die eine Silberauszeichnung erhält im Bereich Exhibition Design, Lux Ovalis. Hat mir persönlich auch sehr, sehr gut gefallen, fand ich eine sehr poetische Arbeit, wo, oder wenn ich es richtig erinnere, ja jeder Besucher dieser Ausstellung eine eigene Farbe mischen kann. Ja, und so Abteilung Kirchenfenster, so sieht es ja auch ein bisschen aus. Es gibt ja dieses berühmte Richterfenster in Köln und es hat irgendwie, ja, es hat was Individuelles auf der einen Seite, aber es hat dieses Gesamtbild ist natürlich hoch emotional und diese Farbmischung, die eigentlich so ein bisschen wie in so pointillistischen Bildern von Impressionisten wirkt und der Hintergrund, auch die ganze Aufbereitung ist super gemacht. Ja, also jeder Besucher gestaltet diese Ausstellung mit und sie verändert sich im Laufe der Zeit, dadurch, dass jeder seine eigene Farbe mischen kann. Tolle Arbeit, sehr schön. Wir gehen mal bitte weiter, Peter, zu Miamo, einem Akustikabsorber aus Pilzmaterial. Ja, dazu kann ich gleich vielleicht auch sofort was sagen. Also ich finde es verblüffend, das werden wir nachher auch noch in anderen Disziplinen sehen. Es ist also diese ganze Pilzgeschichte und so, die ist natürlich voll im Trend und Nachhaltigkeit wird hier nicht nur gesagt, sondern auch gemacht. Und ich finde es wahnsinnig toll, dass junge Studierende sich auch mit Dingen auseinandersetzen, die eigentlich schon fast Hochleistungschemie sind und dass man sich dann irgendwie dann doch reinkämpft und so in Wissen, was man vielleicht gar nicht hat. Und in der Arbeit manifestiert sich eigentlich so ein Thema, dass man irgendwie diese Nachhaltigkeit, von der immer nur geredet ist, was heißt das eigentlich? Dass man dann auch sagen kann, es gibt einen Beitrag, pilzbasierter Akustikabsorber. Ich finde das ein super Thema und es ist eben auch ein Produkt geworden und nicht nur eine Denkweise. Also ich finde auch interessant, wir hatten bei Architektur und Engineering ja mehrmals schon das Thema, also Rezyklieren, Umgang mit Bestand, auch hier, dass man ja wirklich aus Abfallprodukten, aus Zelluloseabfall dann diese Pilzmaterialien erzeugt.
Ganz spannend. Letzte Arbeit, die eine Silberauszeichnung erhält im Bereich Exhibition Design, Übergänge. Ernstes Thema, wie kann zeitgemäßes Bestatten aussehen? Olaf, kannst du da noch was dazu sagen? Ja, es ist ein langer Weg. Also das ist ja hier auch umgesetzt und es ist natürlich immer eine heikle Angelegenheit, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen oder wie man hier so sieht, die Rampe, den Weg zu gehen. Also so, das ist natürlich ja auch in Anbetracht, man muss ja solche Themen, mittlerweile sieht man das beim Fußball im Fernsehen fast, ne, dass die Leute live gefilmt werden beim Sterben, also jetzt bei den dänischen Fußballspielen. Und ich denke einfach, diese Übersetzung, dass man sich an solche Themen rantraut und was ihr dann auch letztlich architektonisch umsetzt. Und das hat die Jury, kann ich jetzt so ein bisschen aus der Entfernung sagen, auch sehr beeindruckt, dass die Ästhetik und die Funktionalität eben halt hier auch gut übersetzt worden sind. Mhm. Übrigens, gutes Stichwort Fußball. Also keine Sorge für diejenigen, die nachher um 21 Uhr schauen wollen. Bis dahin sind wir lange durch. Das haben wir natürlich berücksichtigt. Insofern gehen wir gleich mal weiter zur Goldarbeit im Bereich Exhibition Design. Die wird meines Wissens von Annika Uven vorgestellt. Vielleicht gehen wir mal kurz die zwei Folien durch, Peter, und übergeben dann an Annika Uven. Das ist ein interessantes Projekt. Auch hier gab es Diskussionen. Gehört das nicht eigentlich eher in den Bereich Architektur und Engineering? Es ist eine Arbeit aus dem Bereich Exhibition Design. Ganz bewusst auch hier auch eine nachhaltige Fragestellung, ein soziales Engagement von jungen Studierenden. Wenn Sie jetzt in der Leitung sind, dann bitte ich Annika Uven bzw. die anderen Gruppenvertreter, das Wort zu ergreifen. Ja, hallo, ich bin da. Genau, ich hoffe, Sie haben auch alle meine Folien im Anhang. Genau, ich würde einfach kurz weiter sagen und dann bitte eine Folie weitermachen. Genau, auch von meiner Seite einen schönen Abend und vielen Dank für diese großartige Auszeichnung im Namen des gesamten Teams Afrika Tatea. Mein Name ist Annika Uven und ich studiere Architektur an der TH Lübeck und ich möchte nun kurz unser Projekt vorstellen. Weiter bitte. Als Team Afrika Tatea haben wir am internationalen studentischen Wettbewerb Solar Decathlon Afrika in Marokko im September 2019 teilgenommen. Unser Team bestand aus rund 60 Studierenden von der TH Lübeck, der Internationalen Universität in Rabat und Studierenden aus dem Senegal. Wir waren also nicht nur international, sondern auch interdisziplinär aufgestellt mit Studierenden aus den Fachbereichen Architektur, dem Städtebau, aber auch Design und Musik. Das Ziel des Wettbewerbes ist es, ein energieeffizientes, innovatives Gebäude innerhalb von 1,5 Jahren selbst zu entwerfen und dann vor Ort, in unserem Fall in Marokko, zu errichten. Nach der Bauphase von nur 3 Wochen treten diese Gebäude der einzelnen Teams, es haben insgesamt 18 aus der ganzen Welt teilgenommen, gegeneinander in diesen 10 Kategorien, die man hier rechts sieht, an. Und dabei geht es, wie man lesen kann, nicht nur um die Architektur, sondern auch um Themenfelder wie Nachhaltigkeit, Wohnkomfort, aber auch das soziale Bewusstsein, was dann mit bestimmten Parametern bewertet wird. Weiter bitte. Unser Gebäude bestand aus einem quadratischen Umriss, wie man hier im Grundriss erkennen kann. Und wir haben dort eine Dreiteilung vorgenommen. Im oberen Bereich gibt es einmal die Nasszelle und den Technikraum mit der Küchenzeile. In der Mitte, das ist eigentlich das Herzstück des ganzen Hauses, ist die offene Wohnküche und die Loggia. Und im unteren Bereich sind bewegliche Module, sodass man dort Wohn-, Schlafmodule, aber auch Arbeitszimmer variabel gestalten kann. Das grüne rechts ist unser Windturm, der eine natürliche Klimatisierung unseres Gebäudes ermöglicht. Und uns war es sehr wichtig, deswegen auch diese sehr schlichte Form, dass das Gebäude, dieser Gebäudetyp gestapelt, aber auch aneinandergesetzt werden kann. Und hier rechts sind ein paar Beispiele, wie das Ganze im urbanen Kontext aussehen kann. Weiter bitte. Genau, nun lasse ich noch ein paar Bilder sprechen, wie das Ganze eigentlich vor Ort aussah. So kamen wir an und wir hatten noch 3 Wochen Zeit, bis das Gebäude fertig sein sollte. Weiter bitte. Wir haben das Gebäude aus massiven Lehmblöcken errichtet, die wir selbst vor Ort aus lokalen Materialien hergestellt haben. Und hier ein paar Eindrücke, wie eigentlich diese Lehmblöcke hergestellt wurden.
weiter. Hier sieht man jetzt die fertigen Lehmblöcke und die innere Tragkonstruktion besteht aus einem Holzskelett und die Innenwandverkleidung wurde mit einer Holzvertäfelung vorgenommen. Und hier unten rechts, das ist ein Teil des Teams, wie wir auf der Baustelle gearbeitet haben. Weiter bitte. Genau, so sah das fertige Haus dann nach nur 3 Wochen Bauzeit aus. Und was man hier rechts erkennen kann, da haben wir für die Pflanzen eine Berankung hergestellt, ganz spontan noch, wo wir auch nachher Tafeln noch aufgehängt haben, wo eigentlich nochmal Erklärungen für das Gebäude außen veröffentlicht wurden. Weiter bitte. Das sind nochmal 2 weitere Außenansichten, hier vielleicht besonders hervorzuheben, die Fensterläden, die wir aus einzelnen kleinen Fensterklappen, die wir vor Ort auf Märkten gefunden haben, dann zusammengesetzt haben. Weiter. Fast alle Materialien für den Innenausbau haben wir lokal vor Ort von kleinen Händlern anfertigen lassen oder wie zum Beispiel diese Rollläden vor Ort auf Märkten erworben. Hier sieht man einmal diese Mittelzone mit der Wohnküche und links noch einmal einen Einblick in die Garderobe im Eingangsbereich. Weiter. Das ist die untere Zone und rechts einmal ein Blick in die Loggia. Auf dem linken Bild sieht man den Schreibtisch, der an dem Doppelbett, das gerade hochgeklappt ist, befestigt ist, was man dann variabel nutzen kann. Und diese Wand, die unter dieser Lampe zu sehen ist, auf dem rechten mittleren Bild, die ist beweglich, sodass man da die Räume variieren kann. Weiter bitte. Hier noch einmal Eindrücke von den Bädern. Wir haben einmal ein großes Bad mit einer Dusche und nebenan noch ein Gäste-WC. Und dort ist hervorzuheben die freie Lehmwand, die wir mit indirekter Beleuchtung noch beleuchtet haben, um einfach diesen Charakter des Hauses und dieses Spiel zwischen Holz und Lehm hervorzuheben. Und die letzte Folie bitte. Genau, im Namen des Teams nochmal vielen herzlichen Dank für diese tolle Auszeichnung und ja, wir haben uns wirklich sehr gefreut. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Hufen. Tolle Arbeit, schöne Präsentation. Mir gut gefallen. Es lohnt sich, wie gesagt, auch mal die Dokumentation auf der Website sich hier nach der Preisverleihung mal anzuschauen. Da steckt ja wirklich viel, viel Arbeit, viele Überlegungen auch drin. Kommen wir doch mal zum Bereich Produktdesign. Eigentlich kann ich da gleich das Wort an Olaf Barski übergeben, er ist der absolute Experte. Ich mache vielleicht einfach nur kurz immer die Ansage. Olaf, du kannst dann ja gerne immer direkt übernehmen. Erste Silberarbeit im Bereich Produktdesign, die ausgezeichnet wird, Amplex. Ja, also was uns hier tatsächlich ziemlich berührt hat auch, ist natürlich dieses Thema der Seerettung. Und das ist ein Projekt, was wir deshalb gut fanden, weil es ist nicht nur Styling, Produktdesign irgendwie in so eine Richtung, sondern es fängt eigentlich erstmal mit einer Idee an, dass man sagt, wir können solche Luftschläuche aufblasen und es gibt Rettungsinseln und man kann dort dann Leute, Flüchtlinge aufsammeln quasi. Die haben dann, wenn sie, vor allen Dingen, weil sie auch meistens nicht schwimmen können, unheimlich schnell Nischen und das Ganze ist natürlich auch digital unterstützt mit einer Rettungsgeschichte, die dann an vorbeifahrende Schiffe Signale aussendet. Das ist also formal ein tolles Projekt, das ist technisch komplett durchdacht und es ist gerade, weil es auch politisch und was unsere heutige Gesellschaft angeht, ein super spannendes Projekt und wir haben da viel drüber diskutiert, das auch super präsentiert und dokumentiert. Durchdacht. Es ist nicht so ein Styly-Projekt, wie man das immer im Produktdesign häufig erwartet. Und das hat uns dann auch dazu veranlasst, da eine Silbermedaille zu geben, weil es einfach wichtiger ist, ein gut durchdachtes Konzept auszuarbeiten, als jetzt ein designtes Projekt. Okay? Vielen Dank, Olaf. Ich glaube, ich muss dich noch ein bisschen bremsen bei den anderen Arbeiten, weil ich merke schon, du kommst richtig in Fahrt und das ist ein Thema, was dich begeistert. Ja. Also wir merken auch hier wieder die hohe soziale
Komponente, also die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen, wirklich, wirklich spannend. Nächste Projekte, Juma. Genau, das ist komplett von den dreien, komplett durchdachtes Superkonzept, was nicht nur Produktdesign, sondern Branding, das ganze Thema der Zukunft, also wie geht man mit Produkten um, die Präsentation ist super durchdacht, das sind optische Analysegeräte, also auch das Thema ist auch im Detail und auch ganzheitlich komplett sehr, sehr gut und ist schon ziemlich weit für Studierende aus Schwäbisch Gmünd und Kompliment. Wunderbar, weiter. Wir haben jetzt ein völlig anderes Projekt, Seeds. Da geht es um Kleidung, die wachsen kann, aber nicht so, wie man es eigentlich kennt, Olaf, oder? Ja, es ist einfach ein Projekt und das haben wir dann öfters auch als Thema gehabt. Das werden wir ja immer wieder auch sehen, auch in den anderen Arbeiten, auch in den Anerkennungen. Es geht um Nachhaltigkeit und Kleidung ist natürlich ein großes Thema generell und auch hier kompostierbar, wie gehe ich damit um? Was ist das auch ästhetisch? Man könnte wirklich, wenn man jetzt auf die Idee kommt, dieses Bild hier zu sehen, das ist ja so ein Top-Teil geworden und das ist einfach ein super spannendes Projekt und es ist auch sehr durchdacht und auch sehr weit getrieben. Also diese Dinge sind hier keine Renderings, sondern echte kleine Pflanzen. Wurde natürlich auch insofern kontrovers diskutiert, die Frage, wie realistisch ist es, geht das und so weiter, aber allein diese Frage mal, wie nachhaltig, wie gut ist Mode, wie kann man oder wie muss man jetzt auch auf die Fragen der Zeit nach Ressourcenmangel, Müllerzeugung und so weiter reagieren, insofern toll. Letzte Silberauszeichnung im Bereich Product Design, Structures of the Future, was ist das? Ja, das ist natürlich jetzt wieder auch ein ganz aktuelles Projekt, was kann man mit 3D-Druck und überhaupt mit Computersimulationen hinkriegen und da hier geht es um eine Fingerprothese, beispielhaft gab es auch noch andere Dinge und die ist also auch komplett durchdacht im Sinne von, wie kann man Strukturen und Drucktechniken nutzen, um solche Strukturen, die so eine Bewegung auch noch simulieren und das für Fingerprothesen, ich fände immer gut, wenn so Themen, die eine gesellschaftliche Relevanz haben, auch dann von Produktdesignern umgesetzt werden. Mhm. Wunderbar und dann geht es weiter zu Gold aus seinem Bereich Product Design, auch sehr, sehr spannend. Tim Schütze wird uns hier etwas darüber berichten. Olaf, noch eine kurze Wertung, Aussage deinerseits? Ja, das ist natürlich was uns wirklich mittelschwer getroffen hat. Also die Umsetzung ist einfach fantastisch, weil es gibt auch diese Art Prototyping, also Testmodelle zu bauen. Das finde ich immer schon fast erschreckend, wie tief das gegangen ist. Und so, wir waren alle unheimlich, also in der Jury unheimlich beeindruckt, dass es einerseits so eine Testphase gab und andererseits, dass dann so eine wirklich auch im Detail hochästhetisches Produkt geworden ist. Und zum Schluss kann man irgendwie sagen, es ist eigentlich eine Gehhilfe und ein weißer Stock und der unheimlich smart daherkommt. Aber es war auch super dokumentiert. Wir haben das alles gut verstehen können, nachvollzogen und man sieht ja auf dem Bild hier auch, einfach ist besser, aber einfach ist auch am schwierigsten. Also, die Frage an Tim Schütze. Ich hoffe, er ist da und kann uns etwas mehr zu seiner Arbeit sagen. Ja, sehr gerne. Auch ich habe eine kleine Präsi bekommen. Ist die hier angeheftet? Ja, sollte jetzt eigentlich gleich folgen. Peter, wärst du so nett, weiterzuschalten? Perfekt. Ja, auch meines nochmal ein sehr großes Dankeschön an die Jury für diese tolle Auszeichnung und natürlich auch an alle, die heute da sind und sich die Projekte anschauen. Mein Projekt heißt Sense 5 und entstand im Rahmen eines Pflichtpraktikums bei Wertel Oberfell. Von daher auch nochmal mein ganz herzlicher Dank an Jan Wertel und alle Beteiligten, die mit tatkräftigen Ratschlägen und generell der Unterstützung und der Möglichkeit dieses Projekt ermöglicht haben. Genau, Sense 5, wie Sie schon gesagt haben, es handelt sich um eine smarte Mobilitätshilfe, also einen sogenannten Blindenstock, für Menschen mit Sehbehinderung und wie auch der Name schon vermuten lässt, geht es dabei um den fünften Sinn, also den Tastsinn. Das Szenario dieses Produktdesign oder auch Rechercheprojekts ist eben eine Zukunft, in der immer mehr Produkte miteinander kommunizieren, seien es jetzt autonome Fahrzeuge, seien es aber auch smarte Fahrräder oder auch im Endeffekt ja, die Mobiltelefone von Passanten und Passantinnen, die in der Lage sind, ein sehr komplexes Datennetz über die Mobilität anzufertigen. Und
Ja, um das sozusagen mit dem zweiten Konzeptaspekt zu verknüpfen, der Inklusion, war dann so die grundlegende Frage, okay, wie kann diese immer größer werdende Datenmenge, diese immer größer werdende Information inklusiv genutzt werden für Menschen, die eben keinen Zugang zu den üblichen Sinnen wie dem Seh- oder den Hörsinn haben, sprich sehbehinderte Menschen. Und die Frage war entsprechend, also wie können Umgebungsinformationen über den Taktsinn, den Tastsinn ja, erfahrbar gemacht werden. Dann würde ich gerne einmal bitten, weiter zu klicken. Genau. Die Grundlage, sowohl die konzeptuelle als auch so die Materialrecherche-Grundlage, ist eben wirklich eine sehr, sehr große Studie gewesen, in der es darum ging, wie können Oberflächen so manipuliert werden, wie können Oberflächen steuerbar oder programmierbar gemacht werden. Ich habe da ganz viel rumexperimentiert, von anfänglichen Versuchen mit Shape Memory Alloys bis hin dann eben zu auxetischen Strukturen, parametrisch generierten Strukturen, die aus Papier, aus 3D-Druck oder auch mit Textil angefertigt wurden. Genau, und am Ende kam eben eine Struktur dabei raus, die sich durch eine mechanische Rotation sozusagen in der Oberflächenbeschaffenheit verändern lässt. Also es ist ganz gezielt möglich, von einer rauen Oberfläche zu einer glatten zu wechseln und dabei auch verschiedene Rhythmiken, verschiedene Schnelligkeiten und Intensitäten zu erreichen. Und um das Projekt eben wirklich auch realitätsnah umsetzen zu können und ja, neben auch eben dieser Materialrecherche trotzdem irgendwie so die NutzerInnengruppe und auch diesen Inklusionsaspekt nicht aus dem Auge zu verlieren, wurden eben auch Prototypen erstellt, die wirklich, wie auch schon gesagt wurde, funktionsfähig waren und die dann in Real Life getestet werden konnten. Kann einmal weitergeschaltet werden. Genau, und so sieht Sense5 dann im Endeffekt aus. Das Herzstück ist, wie hier zu sehen, das Griffelement des Blindenstocks. Dabei ist eben die Umgebungserkennung und das haptische Feedback über die Oberfläche ganz entscheidend. Die Umgebungserkennung funktioniert einerseits live mit einer smarten Kamera, die sozusagen die Umgebung scannt und mit verschiedenen Bilderkennungsalgorithmen eben versteht. Außerdem gibt es eine Schnittstelle, um eben die bereits erwähnten Daten von zum Beispiel autonomen Autos oder generell diese Datenmenge, die verfügbar ist, aufzunehmen. Dieser ganze Pool aus Daten wird verarbeitet in Echtzeit und es werden eben potenzielle Gefahren oder auch einfach sich schnell bewegende Fahrzeuge, große Menschenmengen oder auch einfach überhängende Gegenstände als ja, Gefahr oder als Warnhinweis identifiziert und dann entsprechend über die Veränderung in der Oberflächenstruktur an die NutzerInnen weitergegeben. Außerdem war es dabei wichtig, dass nicht nur die NutzerInnen sozusagen kommunizieren, sondern dass sie auch für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar sind. Deswegen verfügt das Griffelement über zwei Beleuchtungen, die eben die bekannte Kodierung haben, die eben auch bei Dunkelheit eine Sichtbarkeit ermöglichen und die zudem auch Warnsignale aussenden können, wenn es zum Beispiel zu einem Sturz kommt. Und ein weiterer großer Aspekt war eben die intuitive Bedienung und die Kontrolle des Produktes. Gerade wenn Menschen sich darauf verlassen, dass dieses Produkt wirklich funktioniert und vor jeglichen Gefahren warnt, ist es eben wichtig, jederzeit wissen zu können, dass es auch eingeschaltet ist. Deswegen ist zum Beispiel der Schalter oder der Griff nur ergonomisch nutzbar, wenn der Schalter nach unten gekippt, also in dem eingeschalteten Modus ist. Wenn das Produkt ausgeschaltet ist, ist der Schalter nach oben gekippt und ja, man kann es gar nicht richtig nutzen und deswegen besteht keine Gefahr, sich darauf zu verlassen, ohne dass es eingeschaltet ist. Genau, und an dieser Stelle würde ich auch schon, da mir die Vorgabe 4 Minuten gemacht wurde, einen Punkt machen. Wie gesagt, nochmals vielen, vielen Dank für die Auszeichnung mit diesem Projekt. Ich finde es auch darüber hinaus total spannend, weil es irgendwie eine Bestätigung ist, dass eben gerade diese Auseinandersetzung mit neuen Materialien, mit neuen Strukturen und auch so ja, trotzdem noch mit der Vernetzung und Inklusion und der Fokussierung der Menschen einfach sehr, sehr wichtig ist. Und ja, vielen Dank nochmal an das ganze Team von AED und auch nochmal an Werte Oberfell und genau, Dankeschön. Ja, super, vielen lieben Dank und beste Grüße nach Berlin. Vielen Dank, liebe Grüße zurück. Weiter mit der Kategorie Communication Design, Peter. Hier haben wir nur 3 Silberarbeiten, nicht 4, aber dafür eine Anerkennung mehr. Wir stellen kurz die Silberarbeiten vor, Beware. Auch hier ein kleines Wortspiel natürlich, Beware, Achtung beziehungsweise Wear, was man trägt. Also auch hier setze ich mit der Kleidung auseinander, was steckt eigentlich an ökologischen Daten hinter einem Produkt, für das man sich interessiert. Wie gesagt, ich finde es spannend zu sehen, also wie sich wirklich in allen Kategorien diese Fragestellung immer wieder finden. Natürlich ganz anders interpretiert, aber doch immer wieder mit dem gleichen Grundanliegen. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Hoffen wir, also, dass das auch Frank, das war ja auch,
Das war ja auch für die Jury, die haben das uns dann ja allen vorgestellt nochmal. Und es ist auch toll, dass wir, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, dass Themen, die überhaupt eine gesellschaftliche Relevanz haben, mittlerweile groß geschrieben werden und nicht irgendwie so, ja, man könnte auch eventuell mal einen Rollstuhl gestalten oder so, sondern dass wir fachübergreifend in allen Disziplinen, dass wir auch über die dritte Welt reden in der Architektur, dass wir hier über Kleidung reden und vor allen Dingen diesen Kleidungsmassenkonsum, das sind ja Themen, die total wichtig sind heute und das trotzdem hoch ästhetisch und funktional umzusetzen, ist super. Vielen Dank. Wir gehen mal gleich weiter zur nächsten Arbeit. Bias in, bias out. Olaf, kannst du dazu etwas sagen? Nicht wirklich, muss ich mal zurückgeben. Dann verweisen wir in dem Fall, ich schaue einfach ein bisschen auf die Uhr, ich muss einfach jetzt mal schauen, dass wir weitermachen. Wir gehen mal weiter zur letzten Silberarbeit in dieser Kategorie, Depression. Und ich will an der Stelle jetzt stellvertretend für alle anderen Arbeiten einfach nochmal auch kurz das Jury-Statement, ich glaube in dem Fall formuliert von Andreas Üble, vorlesen. Also dass alle bitte auch das Bewusstsein haben, A, die Juroren haben da wirklich viel Arbeit auch reingesteckt, B, das sind schon interessante Rückmeldungen. Jury-Statement, ich zitiere, in diesem wunderschönen Film werden Depressionen auf eine sehr eindrucksvolle Weise erklärt. Die einfühlsamen Szenen und die angenehme Stimme zeigen außenstehenden Betroffenen und ihren Partnern, wie es sich anfühlt, wenn diese Krankheit von einem Besitzer greift. Die Illustrationen sind einfach und erzeugen passgenaue Bilder für komplexe Sachverhalte. Man sieht hier ja schon ein Beispiel, ich glaube, mehr braucht man gar nicht auszuführen, aber man sieht hier wirklich sehr schön die Bandbreite an Themen, an Fragestellungen, an Techniken, die bei den ausgezeichneten Arbeiten behandelt werden. Ich würde Peter Scherer jetzt an der Stelle bitten, dann gleich zur Goldarbeit im Bereich Communication Design zu wechseln. Und hier werden Lasse Schlegel und David Schwarzfeld uns etwas näher sagen. Wir schalten bitte noch mal kurz über die Folie, die wir eingefügt haben. Man sieht schon, es geht um Grafik im öffentlichen Raum, aber es ist keine Werbung, die wir sehen, sondern etwas ganz anderes. Und auch hier eine soziale Intention, nicht nur Grafik, sondern wesentlich mehr. Ich bitte die beiden Preisträger, ihr Mikro zu aktivieren und uns kurz was zu ihrer Arbeit zu sagen. Peter kann ja die Folien dann weiterschalten. Hallo, hallo. Ja, ihr seid online, super. Ja, erzähl mal was. Hi, ich bin Lasse. Und ich bin David. Und heute möchten wir euch gerne von unserem Projekt Platzhalter erzählen. Bevor wir anfangen, vielleicht nochmal dickes Dankeschön an das ganze AED-Team. Wir sind sehr happy, heute dabei zu sein und euch auf unsere kleine Plakatreise zu nehmen. Ja, vielen Dank. Die Idee für Projekt Platzhalter ist während der Corona-Zeit entstanden, wo man so wahnsinnig viel spazieren gegangen ist. Also wir sind viel durch unser Viertel gestreift und vor allen Dingen auch so auf Routen, die man normalerweise nicht besucht oder wo man nicht lang geht. Und da ist uns vor allen Dingen dann aufgefallen, wie wahnsinnig viel Werbung eigentlich so in den öffentlichen Raum gepackt wurde. Also überall sind uns so Werbeflächen entgegengekommen und oft auch so völlig unpassend platziert und in so schrägen Kontexten, also dass Werbemotive komisch interagiert haben mit der Umgebung und dieses Maß an Werbung auch ja oft dafür da ist, einfach Überkonsum zu befeuern und damit soziologische und ökologische Probleme zu verstärken. Und im zweiten Gang haben wir dann gedacht, okay, warum ist es denn möglich, überhaupt für so wenig Leute, also für so wenige Menschen so viel Fläche oder so viel Teil der Stadt kaufen zu können? Und da kam dann die Idee uns auf, ja, wenn die das können, dann müssten wir das doch eigentlich auch können. Und so entstand die Idee für das Projekt Platzhalter. Wir haben diese Werbeflächen gemietet, um erstmal die Werbung zu verdrängen und quasi da Platz zu schaffen für etwas Neues, für etwas Besseres. Und wie diese Motive aussehen, seht ihr ja gerade schon eingeblendet. Die Fragestellung, die sich uns aufgestellt hat, war, okay, wir wollen die Werbung verdrängen, aber wie können wir dieses Entfernen denn darstellen? Wenn man, angenommen, wir machen diese Fläche jetzt einfach nur weiß und wir zeigen gar nichts, dann ist es natürlich was erstmal gar nicht so ins Auge fällt. Also quasi diese Veränderung wird gar nicht so richtig gezeigt. Wenn wir jetzt aber zu konkret werden und wieder irgendwie über ein Motiv gehen,
haben wir so das Problem, dass wir ja selber so sehr in die Fußstapfen von Werbung treten. Also haben wir geschaut, dieser Ort um die Werbefläche herum, den nochmal neu zu bespielen und haben uns als Grundlage gesetzt, dass die Plakate nie ohne die Interaktion mit Menschen fertig sein dürfen. Genau, jetzt gerade seht ihr unser erstes Motiv. Wir haben uns ein paar Themenbereiche gesucht, die diese Motive eben erfüllen sollen. Und das ist vor allem irgendwie so der für uns Aspekt Solidarität im Viertel, dass man eben an dieser Fläche Tickets miteinander teilen kann, Tickets, die man nicht mehr braucht vom öffentlichen Nahverkehr. Und so eben Menschen, die sich das vielleicht nicht leisten können oder eben so nur sehr knapp leisten können, mobil zu sein, unterwegs zu sein, so die Möglichkeit geben kann, das günstiger zu tun. Würdest du einmal weiterklicken, bitte? Ein weiterer Punkt, ein weiterer Aspekt, den wir uns gesucht haben, ist eben so die Mitgestaltung im Stadtteil, unser Miteinander. Zum einen hier bei uns in Hannover hat man super viele illegale Flächen, auf denen gesprayt und getaggt wird, wogegen wir persönlich, glaube ich, relativ wenig haben, je nachdem, wo es landet. Aber wir wollten eben all diesen Menschen eine Möglichkeit schaffen, einen Ort geben, sich mitzuteilen oder sich eben zu präsentieren, aber auch allen anderen, die sonst das vielleicht nicht machen würden, die Chance geben, im öffentlichen Raum zu malen. Deswegen auch eine Säule. Zum einen kommen da Kinder eben unten dran, können da einfach mal malen, etwas, was man sonst irgendwie nicht darf. Hey, mal nicht an die Tapete, mal hier nicht an die Wand. Und da darf man das eben mal ganz spielerisch und lernt halt so total früh sein Viertel mitzugestalten oder was irgendwie geht. Und auf der anderen Seite, Schiffe versenken ist halt ein Spiel, was man immer zu zweit spielt. Potenziell ist man mit seinen Kommilitonen und Kommilitoninnen auf dem Rückweg, auf dem Hinweg zur Uni ist das da und kann aber so halt auch mit neuen Leuten in Kontakt kommen. Wenn man einfach mal noch 5 Minuten hat und sagt, hey, lass uns noch eine Schiffe versenken zusammenspielen, ist das da eben die Möglichkeit. Und magst du noch einmal weiterklicken? Danke dir. Und ein weiterer Aspekt ist eben dieses Zusammenkommen, so ein Ort, an dem man Austausch schafft, ganz ohne so ein Spiel zum Beispiel. Wir haben eine Fläche, an der wir jeden Abend Filme, Kurzfilme aus der Region zeigen werden, die sich eben grob mit den Themen Demokratie, Stadtgestaltung auseinandersetzt, aber eben auch Solidarität, all sowas. Unser Pilot wird Mitte Juli, vom 9. bis zum 19. Juli in Hannover starten. Und ihr habt jetzt gerade 3 Motive hier gesehen. Ich habe mal von einem weiteren den Kino erzählt, das seht ihr hier auch in Ansätzen. Insgesamt werden das Ganze 10. Und falls ihr Bock habt, in der Zeit nach Hannover zu kommen, würden wir uns riesig freuen, euch willkommen zu heißen. Und meldet euch gerne über unsere Website. Da steht alles an Kontaktdaten, wenn ihr Bock habt. Ja, der Werbeblock. Der Werbeblock. Cool. Ja, wunderbar. David Lasse, klasse. Schöne, kurze, knackige Präsentation, schönes Projekt. Macht wirklich Lust, nach Hannover zu fahren. Bin gespannt, wie es weitergeht, auch wie die Reaktionen der Stadt sind. Wir auch. Oh ja. Ich glaube, ein Motiv hattet ihr bei euch auf die Website genommen mit dem Basketballkorb. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz neue Art von Spiel dann und so. Es wird spannend, was an Rückmeldung kommt. Gut, wunderbar. Wir kommen zur letzten Kategorie. Wir müssen auf die Uhr schauen, damit wir um 21 Uhr alle, die es wollen, pünktlich von dem Fernseher haben können. Peter, du schaltest mal weiter zum Bereich Interaction Design. 4 Silberpreisträger, Above and Below, ist die erste Arbeit, die wir hier hoffentlich gleich sehen. Bei mir, ich habe immer so einen Zeitversatz, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die Bilder sind immer schneller in Berlin als in Stuttgart, habe ich den Eindruck. Ja. Genau, eine Arbeit aus der Schweiz, Jürgen Späth, uns ja auch gut bekannt. Olaf, ich aus Zeitgründen, ich gehe jetzt schnell durch, wenn du was sagen möchtest, bitte gerne reingrätschen. Bist du noch stumm? Absichtlich. Absichtlich stumm. Absichtlich stumm. Dann gehen wir gleich mal weiter. Ja, mach einfach durch, genau. Finde ich ja, gut. Genau. Also die letzten beißen immer die Hunde. Das müssen wir jetzt schauen, dass wir da nicht zu sehr. Ja, aber das ist nicht fair. Nur weil Interaction an 5. Stelle kommt, einfach so drüber zu fliegen, Frank. Ja, Silvia, nächstes Mal kehrst du die Reihenfolge um. Ja, das mache ich. Fangen wir mal mit Interaction an. Also, das ist nämlich die Zukunft. Also ich bin im Kampf gegen Krebs, auch hier wieder ein nicht leichtes Thema. Das ist ja auch eigentlich auch schon Produktdesign und vieles spielt hier ja rein. Ja, ich würde auch,
dazu sagen, Frank, es ist schon irgendwie beeindruckend, dass diese Themenwahl, also was wird erkannt als Herausforderung für eine Designaufgabe, und natürlich ist Interaction Design und Produktdesign geht Hand in Hand, also wir reden jetzt nicht über den Bildschirm mit den runden Ecken, aber ich denke einfach, natürlich müssen die Dinge durchdacht sein, was die Bedienung angeht, und heute ist das Digitale ja unheimlich wichtig und nimmt natürlich einen größeren Anteil als das Gehäuse selbst, aber die Dinge sind auch thematisch komplett durchdacht und super ästhetisch ausgearbeitet, die Projekte, die sich gerade hier auch mit dem Medical beschäftigen. Und das ist immer wieder beeindruckend, weil ich, also ich bin immer ganz gerührt, wenn wir über solche Themen wie Verbündeter im Kampf gegen Krebs reden, oder wir hatten erst das Thema Tod, dass solche Themen einfach auch in die Gestaltung einfließen und man dann natürlich guckt, wie ist das gelöst? Ist das irgendwie, es ist ja immer schwierig auch, ne? So, genau. Wunderbar, wir haben noch zwei Silberarbeiten. Peter, deine nächste Arbeit AVA, aber sehen wir hier übrigens die Arbeit Aliado, ja auch HFG, Schwäbisch Gmünd, auch wirklich ein super Kandidat, viele gute Arbeiten, wie gesagt, aus Stuttgart, Karlsruhe, Schwäbisch Gmünd waren sehr starke Hochschulen, aber man sieht es ja auch bei den anderen Preisträgern, wir haben natürlich schon eine bunte Mischung. Aber auch hier würde ich sagen, irgendwie ein Medical-Thema umzusetzen, das macht natürlich auch mehr Sinn als jetzt eine Wanderkarte. Und ich finde gerade diese Themen, die UMEA Institute of Design Schweden ist natürlich auch eine der europäischen Best-of-Hochschulen. Und auch hier finde ich es total wichtig, Studierende an so Themen ranzuführen und sagen, wie kann man diese Nuss knacken und wie kann man solche Themen so umsetzen, dass das eben nicht ein Thema ist, was Designer nichts angeht, sondern nur Mediziner, sondern wie können Designer mit Fachleuten, man muss sich da auch eine Menge Wissen drauf schaffen, also gerade hier auch Augmented Reality und solche Themen, Virtual Reality irgendwie zu verknüpfen, da muss man eine ganze Menge Research machen, und ich glaube, das ist die Zukunft und das manifestiert sich hier in allen Interaction-Projekten, dass man wirklich sagt, ihr müsst auch Research machen und das erstmal verstehen, das Thema. Und dann kann man auch an die Gestaltung gehen und das ist super gelöst, ja. Sehr gut. Oder immer wieder schön, wie du dich begeistert, finde ich super. Vielen lieben Dank. V-Note, letzter mit Silber ausgezeichnete Arbeit im Bereich Interaction Design, eine Plattform, mit der man seine Notizen zu verschiedenen Videos an der Hochschule oder auch anderswo verknüpfen kann. Auch hier wirklich sehr schön. Wir gehen aber trotzdem jetzt gleich weiter zum letzten Goldpreisträger des Abends, Peter. Und wer denn hier von Claudia Buck und Randy Chen etwas über die Arbeit hören? Genau. Hallo? Hört ihr mich? Ja. Ja, wunderbar. Leg gerne los. Peter, du schaltest einfach weiter. Ja, auch von uns vielen Dank an das liebe AED-Team. Da wir im Zeitverzug sind, versuchen wir uns an die 4 Minuten zu halten. Auch wir begrüßen euch herzlich heute Abend. Mein Name ist Randy. Und ich bin die Claudia Buck. Genau. Wir sind 2 Interaction Design Absolventen der Zürcher Hochschule der Künste und wir freuen uns sehr, dass wir heute unser Projekt vorstellen können. Journey to Recovery ist eine Begleit-App zu einer Schlafbehandlung für Kinder. Die Idee ist, dass das Kind während der ganzen Therapie begleitet, unterhalten und informiert wird. Dies erreichen wir mit Hilfe von Augmented Reality und einer spannenden Geschichte. Vielleicht müsste ich noch die nächste Folie. Genau. Ja, du kannst eigentlich gleich weiter. Also bei unserem Projekt haben wir mit einem Forschungsteam der ETH Zürich und der Universität Zürich kollaboriert. Diese entwickeln gerade ein mobiles Schlafgerät für zu Hause, welches die Schlafqualität von Kindern verbessern soll. Die Therapie soll helfen, Schlafstörungen zu behandeln, welche die soziale und mentale Entwicklung von Kindern beeinflussen können. Doch leider brechen die Kinder ihre Behandlung vorzeitig ab, aufgrund der monotonen Aufgaben und der komplizierten Bedienbarkeit des Schlafgeräts.
Denn morgens und abends eine Aufgabe erfüllen zu müssen, ist mühsam, vor allem wenn kein Anreiz vorhanden ist. Weiter bitte. Und wie man es dem Namen bereits entnehmen kann, ist oder soll Journey to Recovery eine Geschichte sein oder eine Reise mit einer verspielten Geschichte, die Parallelen zur Behandlung und zum Thema Schlaf aufweist, bringen wir die Kinder näher zur Therapie. Und die Geschichte ist in Episoden aufgeteilt, die jeden Abend durch das Anziehen des Gerätes freigeschaltet werden. Und somit dient die Geschichte auch als Belohnung und fördert die Motivation. Genau. Und um das doch eher komplexe Gerät, das ihr später noch sehen werdet, richtig anzusehen, unterstützen wir sie durch Augmented Reality. Vor allem beim Positionieren und Aufkleben der Elektroden im Gesicht. Dort sehen sie dann über ihre Frontkamera die richtigen Stellen aufgeleuchtet. Genau. Zusätzlich haben wir auch die AR in die Geschichte mit eingebaut, wo die Kinder dann Kostüme anziehen können, um in der Geschichte weiterzukommen. Der nutzerzentrierte und kollaborative Prozess hat uns während der 7-monatigen Projektentwicklung sehr geprägt. Unter anderem nahmen wir die Rolle des Patienten ein, um die Behandlung persönlich erfahren zu können und um die User Journey zu dokumentieren. Zusätzlich besuchten wir Primarklassen, verteilten Cultural Probes und führten mehrere Workshops durch, bei denen wir entweder mit den Schlafforschern Expertise austauschen oder mit den Kindern Ideen gestalteten. Die Kollaboration stand von Beginn an im Zentrum unseres Projekts und verhalf uns, eine Lösung zu gestalten, die den Vorstellungen der Kinder und der Forscher entsprach. Und falls ihr mehr über unser Projekt erfahren möchtet und auch über unseren Prozess, könnt ihr gerne auch unsere Webseite besuchen. Und wir fühlen uns, wie schon gesagt, sehr geehrt, dass wir mit Journey to Recovery mit Gold ausgezeichnet wurden und möchten uns natürlich ganz herzlich dafür bedanken. Vielen Dank an euch für diese schöne Arbeit. Die Preisträger, das hat Silvia Olpen ja auch noch mal mitgegeben. Ich weise gerne darauf hin, es gibt eine Altersgrenze für unseren Wettbewerb. Also das heißt, keiner der Preisträger ist älter als 28 Jahre. Und wirklich toll, was da geleistet wurde. Ich meine, diejenigen unter uns, die älter sind und vielleicht auch schon eigene Kinder haben, die wissen also, dass so ein Werkzeug wäre wirklich, ich hätte es mir gewünscht für meine Kinder. Das Thema Schlaf ist ein schwieriges. Insofern, wir sind am Schluss des offiziellen Teils. Wir sind nicht ganz fertig. Danke haben wir allen gesagt. Ich sage es nochmal allen Teilnehmern, allen Preisträgern, allen, die sich beworben haben, dass sie dabei waren. Peter, wir haben ja noch ein kleines Schmankerl, das wir noch am Schluss